Shalom und herzlich willkommen zu Deponia Doomsday. Gut, wir haben es geschafft. Die Gläser sind heil. Und Tony ist auf dem Weg zum Ballon. Hätte zwar gerne noch einige Sachen mitgenommen und auch die Fummel wäre interessant gewesen, aber... Nenu? Komm schon. Trödel nicht so. Und? Hast du mir irgendwas zu sagen? Auf nach Elysium? Ich meine, zum Thema Scherben. Scherben? Die bringen Glück, ne? Du meinst, wie das Glück, einen intakten Unterkiefer zu haben? Da muss ich dich wohl enttäuschen. Aua! Conny! Ich bin enttäuscht von dir, Rufus. Ich dachte immer, du wärst derjenige, der frischen Wind in dieses Kaff bringt. Aber ich habe mich geirrt. Du machst einfach dieselben Fehler immer und immer wieder. Das ist vielleicht 2-3 Mal unterhaltsam. Beim 4. Mal nicht mehr. Viel Spaß bei deinem weiteren Versuch, nach Elysium zu kommen. Wenn du mich suchst, ich bin bei meinem Dad. Und halte ein letztes Mal den Feuerlöscher bereit. Toni, warte! Was ist geschehen? Wenn das nicht wieder dieser widerwärtige Elefant gewesen ist. Wo ist Tuck überhaupt? Der sollte doch aufpassen. Hier kann man sich aber mal wieder auf niemanden verlassen. Da liegen bloß noch Tucks erbrochene Überreste. Hey, die Gläser. Da sind sie wieder. Die Scherben einer dysfunktionalen Beziehung. War es wirklich zu viel verlangt, dieses Debakel zu verhindern, Kowalski? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich glaube, dieser Elefant ist einfach zu gerissen für uns. Papperlapappnase, der Elefant, der einen Rufus übertölpeln kann, muss erst noch aus dem Ei schlüpfen. Zum Beispiel. Hey, Rufus. Jetzt nicht Mechanical. Ich habe gerade andere Sorgen. Mechanical? Stress mit deiner Freundin? Ex-Freundin. Und vielen Dank auch. Guter Gottfried. Ist das etwa meine Schuld? Ja, so kann man es aussehen. Denn es wäre nicht ohnehin passiert. Oh je, das ist so falsch. Keine Sorge. Ich habe einen neuen Plan, diese vermaledeite Zeitfalte ein für alle Mal auszubügeln. Wieso? Was hast du vor? Ich glaube, wir sind die Sache falsch angegangen. Das hier ist ein Tatort. Es muss Spuren geben. Mit meinem kriminologischen Geschick und eurer Watson-Haftigkeit haben wir diesen Fall gelöst, bevor der Elefant Terrain sagen kann. Okay, ich habe jetzt auf ein Terrain gehofft. Lasst uns bitte nicht so lange hier aufhalten. Der Elefant könnte noch in der Gegend sein. Na, das wollen wir doch hoffen. Ich werde ihm einen Knoten in seinen hässlichen, faltigen Rüssel machen, damit er sich immer daran erinnert, dass man sich besser nicht mit einem Rufus anlegt. Rufus. Er ist definitiv noch hier. Ich bin mir jetzt sicher. Was auch immer ihr da gesehen habt, reist durch die Zeit. Er ist uns also immer einen Schritt voraus. Oder hinterher. Schwer zu sagen. Ich glaube, er wird wieder schlecht. Schluck's runter, Tuck. Es geht auf Elefantenjagd. Alright, warum blitzen eigentlich diese Scherben so lustig? Seltsam. Hier leuchtet die Scherbe. Wirklich? Dann muss es dort eine Strahlungsquelle geben. Abwarten. Holla die Bolla. Ein Fetzen. Aha, Elefantenhaut. Soweit ich weiß, häuten sich Elefanten nicht. Ja, ja. Erst nicht an rosa Elefanten glauben und plötzlich ein rosa Elefantenexperte sein. Also für mich sieht das nach einem ordinären Stofffetzen aus. Ja, und was ist mit diesem geheimnisvollen Leuchten? Ich tippe auf Tachyonenstrahlung.
Sie entsteht, wenn Materie rückwärts durch die Zeit bewegt wird. Ich messe Spuren davon in der ganzen Umgebung. Und die Brechung an der Scherbe rückt sie ins sichtbare Spektrum. Wenn ich eine Vorlesung hören wollte, würde ich mir ein Ticket für die Uni kaufen. Es gibt keine Tickets für die Uni. Nur einen Numerus Clausus. Genau. Und in der Klimbim-Nacht kommt er über die Dächer gesegelt und verteilt Geschenke. Als wenn du diesen Käse deinen Studenten beibringst. Moment. Sagtest du Spuren? Sagte ich. Aber natürlich. Mit der Scherbe können wir die Tatzelwurmstrahlung sichtbar machen. Kommt. Ich habe eine Tatzelwurmstrahlung. Idee. Schön. Ah. Ach so. Ah. Nettes Feature. Sehr nettes Feature. Ach ja, ach, ah. Donners Hütte. Na, gucken wir doch mal. Hier haben wir nämlich auch Fußspuren. Hier drüber laufen. Haben wir hier was? Okay. Wieder zurück. Jetzt kommen wir wieder zur Kreuzung. Aber... Ah. Wieso läuft ihr denn da nicht hin? Verdammte Axt. Habe ich jetzt hier einen Bug entdeckt oder was? Ich kann auch nicht klicken, es passiert ja nichts. So passiert hier nichts. Beim der Axt. Wieso bewegen die sich nicht in diese Richtung? Das glaube ich, hier wird's am stärksten. Vor allem zurück kann ich auch nicht mehr. Was ist denn nicht in Ordnung mit diesem Spiel? Hm.
Kann man nicht dieses dämliche Minispiel überspringen? Hier gab's ein Blach. Ich will zu diesem Blach. Warum geht ihr nicht? Tut doch was. Warum tut ihr nichts, verdammt? Ich fürchte, wenn es jetzt wirklich hier ein Bug ist, dann hängen wir hier fest. Also wirklich fest. Ich kann doch nicht mal zurückgehen. Mäh. Auf, dass aus dem Bild geklickt. Ich will hier lang, verdammte Scheiße. Hier ist doch nichts weiter. Hinweisanzeigen geht auch nicht. Oh, ist das toll. Das ist doch richtig toll. Okay, also hier. Ich komme auch nicht zurück, wie gesagt. Hier an der Schwelle. Der Trigger, der auslöst, dass die da lang gehen. Aber wo ist der Trigger für diese dämliche Drag? Ich kann klicken, ich kann sonst was machen. Ach. Hier auf einmal her. Aha. Oh, un meuble secrète, ein geheimer Hebel. Holde Narren und Marhalesen, ich präsentiere. Das geheime Elefantenversteck. Okay, okay, jetzt mal ernsthaft, Mac. Wie machst du das immer mit diesem Dö-dö-dö? Ach, egal. Es gibt wichtigere Geheimnisse zu lüften. Bleibt hinter mir. Wow, das müssen Reste der verlassenen Mall sein. Mit Betonung auf verlassen. Genau. Es ist niemand hier. Lasst uns gehen. Einen Moment noch. Seht ihr die Tunnel da? Das Wesen hat sie benutzt. Und das kann noch nicht lange her sein. Dann ist er vielleicht noch hier. Hurra. Okay. Jetzt haben wir ein schönes Tag. Rampe. Fragezeichen. Macronicle. Porzellanschnabeltier. Porzellan. Rufus? Katze. Elch. Das Elefantenversteck ist ein Porzellanladen. Was für ein pseudopoetischer Unfug. Noch nicht. Ich werde diesen Schadelefanten finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Alright, aber guck mal, was trotzdem. Voll bescheuert. Hey, wie cool ist das denn? Goldig. Das Elefantenversteck ist ein Bassfeld. Hier ist es unheimlich. Unheimlich spannend, ja. Ein bisschen zu spannend für meinen Geschmack. Also ohne Waffe bleibe ich nicht alleine hier. Und eine Waffe haben wir doch tatsächlich noch nicht. Der Ausschlag wird schwächer.
Du solltest dich beeilen, wenn wir deinen Phantom-Elefanten noch schnappen wollen. Typisch. Kaum bekommt er Ausschlag, ist es plötzlich mein Phantom-Elefant. Dann wollen wir mal in die Raragain. Also los, ich gehe hier lang. McChronicle, du nimmst den anderen Weg. Und was ist mit mir? Du bewachst den Eingang. Wie denn? Alleine bekomme ich wenigstens eine Waffe. Was denn für eine Waffe? Na, eine Waffe halt. Ich habe mich heute schon genug verprügeln lassen. Wenn ich da lang gehe? Bereit, Mac? Ich schon. Aber... Ich bleibe nicht alleine hier. Nicht ohne Waffe, um mich im Ernstfall zu verteidigen. Okay. Das heißt also, wir brauchen doch die Elefantenwumme. Bei Bernard ist jetzt offen. Schön. Gehen wir mal rein. Sei nicht so hart zu ihm. Er ist ein guter Junge. Ist er nicht. Du magst ihn nur, weil er dein bester Kunde ist. Eigentlich lässt er immer alles anschreiben. Apropos, wie läuft dein Laden? Palim, palim. Störe ich zufällig? Nein, das hat Methode. Samt Handschuhe, Rufus. Ich will kein offenes Feuer im Laden. Keine Sorge, Bernard. Ich bin vordingsig. Vorsichtig? Nein, das hieß anders. Das ist Rufswinken, ein Tank. Bernard hat endlich eine neue Lieferung bekommen. Warum hat er mir nur nicht Bescheid gesagt? Was ist das? Ah, ein gut funktionierender Hahn. Rufus, könntest du bitte aufhören, Brandbeschleuniger in das Fundament meines Feuerwerkladens laufen zu lassen? Ich lagere hochexplosive Stoffe da unten. Puh, wenn's sein muss. Niemand soll mir nachsagen, ich sei obstinat. Was auch immer das bedeuten mag. Oh, eine Rakete. Briefkastentod 420 Light. Was ist denn aus der guten Briefkastentod 400 geworden? Ich hoffe, die haben nicht schon wieder den Schwarzpulveranteil im Innern reduziert. Ich sollte bei Gelegenheit mal persönlich nachsehen. Die Gelegenheit ist jetzt. Briefkasten? Was ist denn? Ich hoffe, ich sollte... Will ich das Scherbenlicht aufschneiden? Okay, wir haben Schwarzpulver. War Quatsch von Bernard. Der ist neu, den kennen wir noch. Das Temperament hat Toni offensichtlich von der Mutter geerbt. Ich hoffe, der Rest kommt von Bernard. Ausgenommen Ohren, Zahnstellung und die Neigung zum frühzeitigen Haarverlust. Da wäre es günstig, wenn noch eine dritte Partie im Spiel wäre. Schauen wir mal. Du solltest vielleicht lieber mit Toni reden. Ich möchte mir nicht wieder vorwerfen lassen, dass ich mich mit dir gegen sie verschwöre. Ja, sie kann echt stressig sein in diesem Zustand. Das hat sie von ihrer Mutter. Was tuschelt ihr zwei denn da? Oh, nichts, Schatz. Ich habe Rufus nur darauf hingewiesen, dass ich sein Verhalten dir gegenüber nicht gutheiße. Verräter! Verzeih mir, du weißt doch, wie sie ist. Ja, wir wissen tatsächlich, wie sie ist. Hallo, Toni. Du, Toni. Wespennest. Ich war das nicht. Ach, wirklich? Genauso wenig, wie du meine Zahnpasta durch Schuhcreme ausgetauscht hast? Ach, das ist also Zahnpasta. Oder die Torte für die Schwinowitz-Hochzeit durch eine Bauschaumattrappe? Genau, so wenig. Und die Bärenfalle im Kühlschrank? War das auch jemand anderes? Nee, das war ich. Einer hier musste doch was gegen den mysteriösen Tortentauscher unternehmen. Und deine Theorie war, dass ein Bär nachts an unseren Kühlschrank geht. Und dass er dein Tagebuch an Wenzel verkauft hat, genau. Und an den Gläsern ist er bestimmt auch schuld, oder wie? Nein, nein.